Guten Morgen, meine Lieben. Hallo, ich vlogge wieder. Ich freue mich nämlich. Ups, Moment, Moment, aus! Moment, ich muss das. Oder geht das jetzt? Ich weiß nicht, diese Musikbox, die ich hier habe, manchmal spinnt die. Ich habe die auf Pause gedrückt. Jetzt ist die automatisch angegangen. Naja, ich höre da jetzt meine Musik, also über Handy, über YouTube. So. Naja, egal. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass meine Vlogs so gut bei euch ankommen. Das glaubt ihr nicht. Ich wollte euch noch ein bisschen was dazu erzählen. Ich wollte mich jetzt fertig machen, dann nehme ich euch mit. Ich hoffe, das Licht ist gut am Schminktisch, dass ich reden kann. Dann kann ich mich fertig machen und euch was dabei erzählen. Genau, so machen wir es. Oder wir versuchen es zumindest. So, also nochmal von hier aus, weil das Licht ist doch etwas grässlich am Schminktisch. Und das will ich euch nicht antun. Es ist stockdunkel da in der Ecke. Ich habe euch was erzählt, also Laba Rhabarber mit Cameron. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr sehr gerne zuhören. Ich weiß, ihr hört mir gerne zu. Freut mich. Ja, und zwar erzähle ich jetzt mal ein bisschen. Und zwar habe ich ja letztens so angedeutet, dass. Habe ich das überhaupt gesagt? Dass die Vlogs sich so ein bisschen verändern werden. Und jetzt, bevor ihr denkt, oh mein Gott, ich glaube, die Veränderungen sind euch kaum aufgefallen. Also das sind wirklich so minimale Veränderungen. Und ich habe immer neue Ideen. Aber ich will euch nicht zu viel versprechen, bevor ich das alles nicht umsetze, so wie immer. Leere Versprechungen, und zwar neues Intro, neue Musik, neue Endcard, ja, so Kleinigkeiten. Oder zum Beispiel verlinke ich jetzt immer die Playlist von den Vlogs. Ich habe ja die Vlogs aktualisiert in der Playlist. Die verlinke ich auch in der Infokarte. Sowas meine ich. Also so minimale Veränderungen, die werdet ihr gar nicht wahrnehmen. Ja, und als ich auch die Playlist neu gemacht habe, also alles hinzugefügt habe, weil mein Konto ist ja mit Twitter verknüpft, wurde mein Twitter-Konto gesperrt. Also ich muss jetzt mich verifizieren, indem die mir einen Code an meine Handynummer schicken. Und ich dann den Code eintippe, dann bin ich wieder freigeschaltet. Ja, Problem ist, das ist A, meine alte Handynummer und B, kann ich die Handynummer nicht wechseln. Und wenn, könnte man mir aufs neue, also auf die jetzige Nummer eh keine SMS schicken, weil die Karte gesperrt ist. Und so habe ich immer das Problem, dass ich mich nirgendwo anmelden kann, weil das mit dem Handy halt nicht klappt. Und das ist natürlich immer doof. Ja, aber das ist mir egal, weil ich bin bei Twitter eh nicht aktiv. So, ich versuche ja momentan jeden Tag einen Vlog. Ich wollte ja Vlogs, ich sag mal Vlogsamba, das heißt Vlogmas machen. Das wird nicht klappen, weil die Vlogs, die ich jetzt habe, die gehen schon über den Dezember hinaus. Und da ich jetzt weiterhin vlogge, sogar in den nächsten Tagen da etwas passieren wird, was nichts Spannendes, falls ihr jetzt denkt, dann wird das bestimmt bis Mitte Dezember noch gehen. Und deswegen schaffe ich kein Vlogsamba, Vlogmas, oh mein Gott, ich vergesse das immer. Aber egal, ist ja nicht schlimm. Hauptsache Vlogs kommen und ja, wieder Laber. Nee, was wollte ich sagen? Nee, ich wollte sagen, also, ich bin ehrlich, also ich bin ja sowieso ehrlich, ich wollte immer so Vlogs machen. Also ich gucke gerne Daily MNT, wie ihr wisst, das sind meine Vlogs Number One. Die schaue ich so, so gerne, das sind die besten Vlogs ever. Und ich wollte auch so meine Vlogs in diese Richtung machen, so Sachen erleben, dies und das machen, weil die sind so für mich so Glamour, also Alltag mit bisschen Glamour. Oder auch bei Patricia Page, da passiert ja auch so viel, aber sie hat ja auch 4 Kinder, da passiert ja immer was und ja, mein Leben ist einfach langweilig. Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, ich kann ja trotzdem vloggen, auch wenn ich alleine bin, dann wird das eine One-Woman-Show, warum nicht, ne? Ich meine, es gibt bestimmt Frauen, die sind alleine, die haben keinen Mann und so weiter. Und ja, warum nicht? Man kann auch alleine sein Leben verbringen. Ich bin sowieso der Alleingänger, Einzelkämpfer schon immer. Immer, immer, immer. Ich kann mich sehr gut mit mir selber beschäftigen. Das können ja manche gar nicht, verstehe ich gar nicht. Ich bin lieber alleine als mit Menschen zusammen. Ist aber auch nicht schlimm. Ich genieße so die Zeit mit mir selber, wenn man das so sagen kann. Also ich bin wirklich. Ich bin wirklich gerne alleine. Ja, das zu diesem Thema. Ihr könnt mir schauen, ob ihr auch gerne allein seid oder nicht. Und ja, genau. Jetzt habe ich mir so eine Aktion überlegt. Das habe ich schon auf Instagram gepostet. Und zwar wollte ich ja, ach genau, ich wollte ja immer so Vlogs mit meiner Schwester zusammen machen. Weil, so wie in Polen, weil wir haben immer was erlebt. Das war so spannend, so aufregend. Aber
Sind wir mal ehrlich, meine Schwester hat keinen Bock drauf, wie ihr gemerkt habt. Das ist eigentlich immer so, ich ziehe sie da so rein und sie will da eigentlich nicht wirklich mitmachen. Deswegen werde ich jetzt eine One-Woman-Show draus machen. Auch nicht schlimm, weil ich habe immer Bock drauf. Und ich meine, man sieht das ja auch, wenn einer Bock drauf hat oder wenn einer keinen Bock drauf hat. Ihr habt es ja auch gemerkt, wer Bock hatte, wer keinen Bock hatte. Ja, so. Und ich habe mir so überlegt, eigentlich wollte ich, es klingt jetzt vielleicht makaber, aber so ist es gar nicht. Ich wollte eigentlich so einen Ersatz für meine Schwester. So eine neue Person, die in den Vlogs ist, so wie so Unternehmung machen wie in Polen, die auch dann, wenn wir uns dann häufiger treffen, dass sie dann auch im Intro kommt. Ja, und seine Person habe ich dann halt auf Instagram gesucht, aber aus meiner Umgebung, also aus dem Ruhrgebiet, Essen, Umkreis Essen, damit wir uns in Essen treffen können. Ihr könnt natürlich auch von Berlin kommen, wenn ihr Bock habt, aber ich fahre nicht nach Berlin. Also wenn ihr dann nach Essen kommen wollt, kein Problem. Aber ich dachte, damit das halt nicht so weiter weg ist wegen Fahrtkosten und auch Aufwand. So viel Zeit hat ja auch nicht jeder. Ja, und da habe ich halt bei Instagram jemanden gesucht, haben sich auch ein paar Mädels gemeldet. Also eigentlich Mädels, aber nicht unter 18, weil ich glaube, das geht auch mit YouTube, kriege ich sonst Probleme, wenn da unter 18-Jährige sind. Ich glaube, da müssen die Eltern wieder einverstanden sein. Ja, deswegen ab 18. So, aber sonst ist egal, von 18 aufwärts ist keine Grenze gesetzt und Frauen, Männer, ich will jetzt die Männer nicht ausschließen. Also die Männer können sich auch melden, ja? Ja, doch, die Männer können sich auch melden. Ich will ja keinen ausschließen, so. Ja, und dann habe ich mir so überlegt, dann haben mich so die Zuschauer so dann auf die Idee gebracht, dass ich mich ja eigentlich so mit allen treffen könnte. Wisst ihr, wie ich meine? Einmal mit der Person, einmal mit der und der. Also, dass ich dann wirklich, also ihr könnt euch auch hier melden, hier bei YouTube, beziehungsweise meldet euch doch bei Instagram. Bei mir, genau, bei Instagram könnt ihr euch bei mir melden, wenn ihr Bock drauf habt, schickt mir eine private Nachricht, wie alt ihr seid und woher ihr kommt. Genau, das könnt ihr mir vielleicht erstmal schreiben. Und falls ihr Ideen habt, was man so unternehmen könnte, könnt ihr auch dann dazu schreiben. So, und die, die kein Instagram haben, können sich auch in den Kommentaren melden oder per E-Mail. Also ihr könnt mich irgendwo kontaktieren, siehe Infobox, ja, daran sollte es nicht scheitern. So. Und dann meinten so die Zuschauer, dass es das eigentlich so eine coole Aktion wäre, wenn ich mich so mit den Zuschauern treffen könnte. Also wisst ihr, wie ich meine, dass ich mal mit dem Zuschauer was mache, mit dem Zuschauer. Weil ich sag jetzt Zuschauer, aber es soll jetzt nicht so abwertend klingen, aber ich meine, man kann sich ja mit den Leuten auch treffen, die mich gerne gucken. Dann lerne ich euch auch mal kennen. Ihr kennt mich ja, ich kenne euch nicht. Und dann könnte man so mit jemandem was unternehmen, die Kamera mitnehmen, dann können die anderen Zuschauer dann zuschauen. Also wisst ihr, was ich meine? Sowas in der Art habe ich mir vorgestellt. Ja, schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich finde sowas mal eine geile Aktion. Gibt es auch noch nicht. Ja, das zu diesem Thema. Oh mein Gott, ich laber schon 7 Minuten. Ich muss mich jetzt fertig machen. Hallo meine Lieben, ich war einkaufen. Ich zeige euch jetzt mal meinen Einkauf, würde ich mal sagen, oder? Und zwar war ich bei Aldi und dann noch bei Netto, weil bei Aldi lässt auch nach. Ich habe die Hälfte nicht bekommen. Ja, genau. Und ich zeige euch mal, was ich so eingekauft habe. So bunt gemischt, wenn euch das interessiert. Ich muss das so. Eier. Hier Salami, Mörsdamer, hier Hirtenkäse, ist auch wieder teurer geworden, Sahne, Schmelzkäse, dann Sahne zum Ersten, dann Kirschen. Genau, Rosinen zum Backen, meine Nivea-Creme. Dann, ups, zweimal Milch, die ist aber nur zum Backen. Dann nochmal Sahne. Sahne und Schmand. Joghurt. Dann kaufe ich immer bei all die Spülmaschinen-Tabs, weil ich die vollkommen in Ordnung finde. Oh Gott, ja, was haben wir hier noch?
zweimal Schmand. Und. Nee, das nicht. Tomaten. Und dann war ich noch bei Netto. Da habe ich genau ein Chili gekauft. Und zwar. Bei Aldi waren die ausverkauft. Und zwar, da im Kühlregal kosten die ja 1,20 Euro. Und ich habe die jetzt da gefunden, wo Reis ist und wo Nudeln ist. Also bei Netto. Da gab es auch Tortellini. Die sind aber jetzt nicht für die Pfanne, die muss man kochen noch, aber die haben dafür nicht 1,20, sondern 80 Cent gekostet. Also 40 Cent gespart. Das nenne ich mal einen Schnapper. So. Ja. Was noch? Genau, dann habe ich noch gekauft Blattgelatine, weil ich werde was backen. Gleich mehr dazu. Dann Kochschinken. War im Angebot für 88 Cent, weil Aldi gab es die nicht, aber ich glaube, die kostet mittlerweile 1,30 oder so. Und das hier, Lindt. Kennt ihr diese Lindt-Kugeln? Boah, das war jetzt die letzte Packung. Ich wusste, wo die versteckt ist. Die kostet um die 3 Euro. Und das war jetzt die letzte. Und ich habe die vorletzte, da habe ich schon ein bisschen weniger bezahlt. Aber für die habe ich noch weniger bezahlt. Und zwar 1,60 Euro. Wusste ich gar nicht, weil da stand jetzt so um die 3 Euro. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Ich hatte die ja schon, das ist jetzt Kokos. Und die sind nicht so, also ich weiß, die standen den ganzen Sommer über da in diesem Regal bei der Hitze und so. Die sind so, also normalerweise ist die Schokolade so richtig schön weich, so weich. Und die ist mehr so, nicht mehr so ganz genießbar. Also mir, die waren, also man, das Produkt hat so ein bisschen von der Qualität her nachgelassen, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber die mir trotzdem geholt, weil ist ja immer noch haltbar, oder? Ja, das ist trotzdem noch haltbar bis 2019. So, sonst noch was? Nö, das war jetzt erstmal mein Einkauf. So, meine Lieben, ich habe übrigens gestern, weil ich so Bock drauf hatte, ich konnte dieses Knäckebrot nicht mehr sehen. Nach 3 Tagen oder 2. Ich brauchte Abwechslung. Ich habe Bananenbrot gestern gebacken. Boah, das schmeckt so, so lecker. Und das war gestern noch warm und ich konnte das, also ich das, man kann es warm nicht schneiden, da ist das auseinandergefallen. Aber heute Abend, oder esse ich den heute Abend nicht? Weiß ich noch nicht. Oder morgen früh, je nachdem. Ich zeige euch das mal. Oh, der sieht so aus. Meine ganze Bude roch nach Bananenbrot, ne? Boah, das riecht so geil. Da sind Rosinen drin. Ich liebe ja Rosinen. Und ja, wisst ihr, wie der am besten schmeckt, wenn ihr den so in Scheiben schneidet und dann kurz in der Mikrowelle aufwärmt und dann mit Butter oder Margarine und Salami. Salami, das schmeckt mega lecker. Dazu passt Salami. Aber auch Marmelade. Ich habe gestern mit Frischkäse und Marmelade gegessen. Nutella würde passen. Also eigentlich alles. So. Ja, jetzt rede ich wieder. Und zwar werde ich heute eine Torte machen, nämlich, das war jetzt kurzfristig, und zwar hat mich meine Mutter gefragt, weil der Nachbar bei ihr, also den kenne ich ja auch, ich habe da ja lange Zeit gewohnt, nein, fangen wir anders an. Und zwar erinnert euch noch, ich habe euch ja erzählt, dass ich bei der Nachbarin von meinen Eltern war und sie eine Torte wollte. Dann habe ich ihr eine Eierlikör-Torte gemacht. Also zuerst wollte sie die Eierlikör-Torte nicht, weil angeblich keiner Eierlikör mag. Dann hat meine Mutter sie so überredet, die Eierlikör-Torte zu nehmen, weil die ist wirklich mega lecker. Dann hat sie die genommen und dann hat sie dir so geschmeckt. Sie war so begeistert von der Torte. Und sie hat jedem geschmeckt. Ich so, ist ja klar, weil das ist wirklich die beste Torte. Es gibt, ich habe noch keinen erlebt, der die Torte nicht mag. Und jetzt hat der Mann, war bei meiner Mutter und will irgendwie seine Frau überraschen mit der Eierlikör-Torte. Und hat so inkognito einen Auftrag bei ihr aufgegeben für mich. Und meine Mutter hat dann mir Bescheid gesagt, ob ich das dann schaffe. Ich so, ja klar, die schaffe ich, weil die geht eigentlich für eine Torte recht schnell. Also, und da ich sie schon oft gemacht habe, weiß ich, wie was geht. Ja, und da freue ich mich, dass ich die Torte machen kann. Morgen holt er sie ab bei mir. Und ja, ich habe die Torte auch zu meiner Tante auf dem Geburtstag letztens gemacht. Boah, da habe ich mir gedacht, ich kann mir ein bisschen Zeit sparen und mache alles, also ich mache alle Schichten, weil das sind ja verschiedene Teile. Also ich mache erst das, dann das, dann das, dann das und dann setze ich alles zusammen. Ja, da kommt Gelatine rein und Gelatine darfst du nicht lange stehen lassen. Das ist wirklich Sekunden bis 2-3 Minuten kannst du die stehen lassen, dann fängt die schon so an fest zu werden. Und wenn du die dann so machst, dann kommen da diese Stücke, wenn du die dann rührst.
Ja, aber dieses Fauxpas, was mir da passiert ist, hat kein Mensch gemerkt. Wenn ihr es keinem sagt, es wird keiner merken. Nur ich wusste das. Das ist das Gute am Backen, dass es keiner merken wird. Diesmal mache ich das wieder richtig schön, also langsam nacheinander. Ja, ich nehme euch mit. Ich zeige euch dann, wie sie aussehen wird. Ich weiß nicht, ob ihr die von mir kennt, die Eierlikör-Torte. Ich habe die schon sehr, sehr oft gemacht. Auf Instagram findet ihr auch Bilder von der Torte. Ich freue mich und eigentlich muss ich jetzt schon Mittag essen, aber ich mache erst die Torte bzw. erst den Boden und dann noch die Puddingschicht und dann mache ich mir Mittagessen, weil dann muss das eh abkühlen, bis ich weitermachen kann. Verehrte Damen und Herren, so sieht mein Mittagessen im Topf aus. Das ist Gnocchi mit Sahnesoße und Kochschinken. Wirklich 5 Minuten Gericht, habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht. So, der Kuchen muss jetzt noch ein bisschen abkühlen, der ist hier noch ein bisschen warm. Also der Tortenboden. So, und das ist mein Mittagessen. Ich habe schon so, so Kohldampf, deswegen lasse ich es mir jetzt schmecken. Oh Mann, immer wenn man sich besonders viel Mühe gibt, weil es für jemand anderen ist, läuft immer etwas schief. Aber ich mache die Torte doch jetzt nicht nochmal, oder? Also ich habe immer dieses Problem mit der Gelatine. Die ist schon wieder viel zu schnell kriselig geworden. Seht ihr das da? Und ich weiß nicht, wie ich die wieder flüssig regle, weil so schnell kann ich nicht arbeiten. Und jetzt sieht das so nicht so schön aus, wie es soll. Ist die Kacke. Aber ist egal, ist egal. Was soll ich machen? Oder würdet ihr die jetzt neu machen? Nee, ne? Also jetzt müsste ich wieder einkaufen gehen. Kein Eierlikör mehr da. Nee, ich lasse die jetzt so. Aber immer dieses mit dieser Gelatine. Immer dieses Problem. So sieht die Küche aus, weil die Spülmaschine läuft noch. Hier sammelt sich schon die Schmutzwäsche, die da rein will. Deswegen sieht die so aus. Die Küche ist viel zu klein für so eine Torte. Kein Kommentar.